Hallo und herzlich willkommen bei So geht's. Heute mache ich ein sehr spontanes Video und ein sehr kurzes Video, weil ich schon lange kein Video mehr gemacht habe. Und zwar von dieser Philips Infrarot PAR 38IR 100R. 100 Watt, wie gesagt. Eine sehr alte Leuchte von Philips. Die früherigen 150 Watt sollten die 100 Watt ersetzen mit der gleichen Leistung. Ja, hier sieht man den Preis, welchen wir bezahlt haben. 9 Franken, das sind etwa 8 Euro. Man soll nicht reinschauen. E27 hat die. Ja, viel mehr steht eigentlich auch nicht drauf. Made in Holland noch, also noch richtige Qualität. Öffne ich sie. Nicht wundern, ich bin bei meiner Schwester. Hier steht, Achtung. Wie bei anderen Glühbirnen können Stöße und Erschütterungen die Lebensdauer der Lampe verringern. Ich muss ein bisschen laut holen. Ich weiß, es ist so ein bisschen doof mit einer Kamera. Und zwar hier richtig noch eine gute Fassung. Hier Keramikisolator. Nee, keine Ahnung, was das jetzt für ein Isolator ist. Schön hier. Hier ist ein bisschen Farbe hingekommen. Hier ist ein Noppel. Philips 100 Watt PAR Made in Holland. Jetzt tue ich die in diese Fassung rein. Ich glaube, ich pausiere schnell das Video. So. Jetzt habe ich hier die Leuchte, die ist sehr, sehr schwer, weil die noch... Die sieht richtig aus, richtig am Glas. Jetzt schalte ich sie einmal ein. Und zwar sieht man das Filament. Diese Leuchte wird sehr, sehr warm. Und sie macht auch ein sehr schönes, also wirklich sehr schönes rotes Licht an der Decke. Es sieht jetzt vielleicht nicht so rot aus, aber wenn ich die jetzt umkehre, unten sieht man, wie die Glühlampe leuchtet. Wenn ich die umkehre, die macht richtig rotes Licht, also wirklich genial, wie rot das ist. Halt eine Infrarotlampe. So. Und das war's mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!